12 Jahre war ich nicht dort. Familie. Du kannst sie nicht ausstehen, oder? Nein. Es kommt vor, dass man mit Leuten verwandt ist und nicht fühlt, dass sie einem nahestehen. Und die man verlässt. Freiwillig. 12 Jahre lang. Und dann die Idee eines gemeinsamen Essens. Um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Zu sagen, wie viel Zeit noch bleibt. Und seitdem nichts. Mit meiner Mutter, ja, manchmal. Meine Schwester kenne ich kaum. Sie war 10, als ich weg bin. Und meine Schwägerin. Sie soll charmant sein. Und dann mein Bruder. Aber warum habe ich Angst vor ihnen? Es könnte schön werden wie in den Romanen, wo alles gut ausgeht. Wir würden uns am Ende mögen. Wir würden über dumme Sachen lachen. Die Augen verschließen vor Fehlern. Oder sie würden mir Vorwürfe machen. Mir nichts verzeihen. Sie würden weinen und schreien wie in sinnlosen Fernsehserien. Geheimnisse, Tränen, Vorwürfe. Aber was würden sie tun, wenn ich ihnen sage, dass ich nicht mehr wiederkomme? Endgültig. Und damit ihre Erinnerung zerstöre. Was wird passieren? Ich bring dich um! Es ist nicht vorhersehbar. Und dennoch, es ist nur ein Familienessen. Es ist nicht das Ende der Welt. Das war der Trailer zu Einfach das Ende der Welt, den uns Weltkinofilmverleih voraussichtlich ab dem 29. Dezember 2016 in die deutschen Kinos bringt. Und er ist wirklich interessant gemacht, weil man hier aus rein filmischer Sicht einen Monolog in den Vordergrund stellt, über die Familie hinterfragt, was sie bedeutet, gepaart mit diesen Bildern, die immer aggressiver werden, je länger der Trailer wird und man erahnen kann, wo der Film an der Stelle hin will. Eine große Streit- und Konfliktsituation musikalisch. Ganz interessant untermalt ist es vor allem aber dieser Standpunkt, zu hinterfragen. Familie bedeutet auf der einen Seite ein Bund fürs Leben, aber manchmal kann man mit diesen anderen Menschen einfach nichts anfangen. Und mittendrin geht es hier um Louis. Er ist 34 Jahre alt, er ist ein erfolgreicher Schriftsteller, aber er erfährt, dass er schwer krank ist und wahrscheinlich nicht mehr lange verweilen wird. Das hört man ja auch aus dem Trailer heraus. Und so will er sich mit seiner Familie, die er 12 Jahre lang nicht gesehen hat, wieder treffen, zu einem gemeinsamen Essen und dort erörtern, was er letztendlich hat und nochmal vielleicht eine gewisse Zeit der Zusammenkunft genießen. Dabei kommen aber viele Geschichten der Vergangenheit hoch und das vielleicht eigentlich gute Vorhaben endet in einer Situation, die dramatischer kaum sein könnte. Interessante Geschichte, der ganze Film basiert auf einem Theaterstück, ein französisch-kanadisches Drama, unter anderem mit bekannten Leuten wie Marion Cotillard oder Vincent Cassel, die mit dabei sind. Finde ich den Trailer wirklich gut, weil eben aus rein filmischer Sicht allein schon außergewöhnlich. Klar, kleiner Verleih, vielleicht spezielles Thema, es wird kein großer Film, könnte aber ein feiner Film werden. Deswegen bin ich gespannt auf Einfach das Ende der Welt. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Könnt ihr mir da folgen und sagt, ich stimme dir zu, Robert, oder überhaupt nicht euer Ding, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich danke fürs Reinschalten und hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.